Zu spät. Zu spät noch das Büro aufzuräumen. Zu spät noch den Kredit abzuzahlen. Zu spät, um Entschuldigung zu bitten. Zu spät, um Vergebung zu bekommen. Zu spät, um in den Arm genommen zu werden. Der Zug ist abgefahren. Zu spät. Zu spät hat Maria zu Jesus gesagt. Sie stand direkt vor ihm. Ihre Augen rot vom stundenlangen Weinen der letzten Tage. Ihre Stimme heiser vom vielen Schreien vor lauter Schmerz. Hoffnungslos, ratlos, mutlos, verzweifelt. Jesus, du bist zu spät. Jesus weinte. Was ist passiert? Jesus war in seinem Leben mit seinen 12 Jüngern unterwegs. Bereits seit 2 Jahren war er offiziell unterwegs und er redet zu Menschen. Die Menschen sind begeistert von seinen Worten. Durch das ganze Land Israel vor 2000 Jahren geht er und er heilt Menschen. Menschen, die nicht mehr sehen konnten, konnten auf einmal sehen, nachdem Jesus sie geheilt hat. Und diese Botschaft geht durchs ganze Land und Jesus kommt auch nach Bethanien. Und in Bethanien sind 3 Geschwister, die er einfach wahnsinnig ins Herz schließt. Bethanien, südöstlich von Jerusalem, nur 3 Kilometer entfernt, so ein kleiner Vorort der Hauptstadt. Und dort leben Lazarus, Martha und Maria. Er hat sie sehr lieb. Er ist mit seinen Jüngern oft bei ihnen zu Besuch und sie hören, was er sagt und sie glauben ihm, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Retter dieser Welt ist. Und es gibt viele Momente, wo sie im Haus von Lazarus feiern. Die 12 Jünger von Jesus räumen immer wieder den Kühlschrank leer und Lazarus packt immer wieder neu rein. Sie sind gastfreundlich und Jesus erreicht so viel Aufsehen in dieser Region, dass es bis nach Jerusalem kommt, die Geschichten. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Lehrer der damaligen Zeit, die Machtführer erfahren davon und bekommen Angst, dass da jemand so viel Macht hat. Und sie beschließen, Jesus zu töten. Jesus erfährt davon und verschwindet, sodass sie ihn nicht bekommen. Und er versucht, sich so ein bisschen unterm Radar zu bewegen, damit sie ihn nicht erwischen. Und auf Jesus ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Und Jesus verschwindet bis zum See Genezareth, 120 Kilometer entfernt von der Stadt Jerusalem, von dem Vorort, wo Lazarus, Martha und Maria wohnen. Und er wirkt dort und die 3 leben ihr Leben weiter. Und auf einmal wird Lazarus krank. Es geht ihm wirklich nicht gut. Sie versuchen ihm natürlich irgendwie zu helfen. Erstmal mit normalen Hausmitteln, alles, was sie haben bei sich im Dorf. Sie versuchen alles und es geht ihm einfach nicht besser. Lazarus kann nur noch liegen. Und dann gehen sie nach Jerusalem, zur Hauptstadt. Alles, da kriegt man die beste Medizin. Sie besorgen einfach alles. Sie versuchen alles aus und es geht ihm immer schlechter. Es sieht wirklich nicht gut aus. Es wird für Lazarus lebensgefährlich. Die Menschen im Dorf, Maria, Martha, sind ratlos. Wenn doch jetzt Jesus da wäre. Jesus, der heilen kann. Sie haben gesehen, dass er Menschen geheilt hat. Jesus müsste doch nur ein Wort sagen und ihr Bruder wäre wieder gesund. Aber Jesus ist nicht da. Und ihnen wird klar, sie brauchen ihn. Und so schicken sie einen Boten los, um Jesus zu suchen. Sie schreiben einen Zettel, bitten ihn um Hilfe und sagen dem Boten, finde Jesus und gib ihm diesen Zettel. Man sagt, er ist im Norden Israels, am See Genezareth, auf der anderen Seite des Jordans und der Bote zieht los. Wahrscheinlich war er 2, 3 Tage unterwegs und er findet Jesus endlich. Gott sei Dank. Er geht zu ihm und sagt, Jesus, eine dringende Nachricht von deinen Freunden, von
deiner Freundin Martha, von deiner Freundin Maria. Es ist was Schlimmes passiert. Und sie geben ihm den Zettel und Jesus liest: Dein guter Freund Lazarus ist schwer krank. Gezeichnet Maria. Und Jesus liest den Zettel, er faltet ihn wieder zusammen. Und der Bote ist verwirrt, denn Jesus kommt nicht mit. Der Bote kommt zurück und Maria freut sich, dass sie den Boten sieht. Und sie sagt: Hast du ihn gefunden? Und er sagt: Ja. Ja, wo ist er? Wo ist Jesus? Hast du ihm den Zettel nicht gegeben? Doch, ich habe ihm den Zettel gegeben. Er stand neben mir. Ich habe gesehen, wie er ihn gelesen hat. Ich verstehe nicht ganz. Wo ist er denn? Er ist nicht mitgekommen. Maria versteht die Welt nicht mehr. Martha ist entsetzt. Was ist los? Jesus weiß doch, was passiert ist. Und so hoffen sie und hoffen sie. Und Maria schaut über den Horizont und hofft, dass da eine Gruppe kommt von 13 Menschen, die Jesus und seine Jünger sein können. Und sie kommen nicht. Und Lazarus atmet immer oberflächlicher. Lazarus atmet unregelmäßig. Es wird dunkel. Maria guckt nach Sonnenuntergang in den dunklen Weg hinaus und sie sieht keine Fackel von irgendjemand, der noch kommt. Und Lazarus, seine Haut verfärbt sich, er wird grau um Mund und Nase und dann atmet er nicht mehr. Und Martha sitzt bei ihm am Bett und spürt auch seinen Puls nicht mehr. Lazarus ist tot, flüstert sie zu Maria. Und Maria steht am Fenster und schreit noch ein letztes Mal in die Nacht: Jesus, wo bist du? Er war nicht da. Sie nehmen sich in den Arm, sie weinen, sie schluchzen, sie schreien vor Frust und Verzweiflung. Sie weinen die ganze Nacht, andere kommen und versuchen sie zu trösten. Und am nächsten Morgen nehmen sie ihren Bruder und waschen ihn. Sie nehmen Binden, die in Öl getränkt sind, und sie wickeln ihren Bruder damit ein. Sie bedecken sein Haupt mit einem Leinentuch und umwickeln es. Sie legen ihn zum Schluss in feine Leinen, und als sie damit fertig sind, bringen sie ihn am Nachmittag mit den Freunden, die selbst aus Jerusalem gekommen sind zum Trösten, zum Grab, zum Friedhof. Und dann beerdigen sie ihn. Lazarus ist tot. Sie legen seinen Leichnam in eine Gruft und schieben einen großen Stein davor. Die nächsten Tage werden hart. Die Stille im Haus von Martha und Maria wird nur zwischendurch unterbrochen, wenn sie sich wieder nicht halten können und laut losweinen, wenn sie wieder vor lauter Frust schreien. Es ist furchtbar. Und dann kommt der Sonntag. Lazarus ist bereits 4 Tage tot. Und dann heißt es aus dem Dorf: Jesus kommt. Und Martha steht auf und geht müde Jesus entgegen. Sie sieht ihn und sagt: Jesus, Lazarus ist tot. Und wenn du da gewesen wärst, Jesus, er würde jetzt noch leben. Und dann sagt Jesus zu ihr: Martha, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Und Martha spürt, dass irgendwas passiert. Und sie läuft zu Maria und ruft Maria und sagt: Jesus, er will dich sprechen. Und Maria, die bis zu dem Zeitpunkt einfach nur in die Ecke gestarrt hat, steht auf einmal auf und sie rennt zu Jesus, der vor dem Dorf auf sie wartet. Und sie steht vor ihm mit Tränen in den Augen und sagt: Jesus, du bist zu spät. Wo warst du? Du bist
zu spät. Und Jesus weint. Wo habt ihr ihn begraben? Fragt er. Sie gehen gemeinsam zum Friedhof und kommen dort an. Und dann sagt Jesus, viele Menschen sind ihm gefolgt, er sagt, rollt den Stein von der Gruft weg. Und Martha geht zu Jesus und sagt, Jesus, ich weiß nicht, ob du verstanden hast, Lazarus ist schon länger tot. Lazarus ist seit 4 Tagen tot. Lazarus verwest. Der stinkt bereits. Aber es war kein Missverständnis. Jesus sagt, räumt den Stein weg. Und sie räumen den Stein weg. Die Menschen halten sich Tücher vor die Nase. Und Jesus betet zu Gott, dem Vater, und anschließend ruft er in diese dunkle Gruft hinein. Lazarus, komm raus. Totenstille. Keiner traut sich, was zu sagen. Alle gucken in das schwarze Nichts. Und dann hört man ein Rascheln. Man hört einen Fuß, der auf Kieselsteine tritt. Man hört ein Tuch, was auf dem Boden schleift. Und auf einmal erkennt man einen Schatten, der sich bewegt. Und kurze Zeit später tippelt Lazarus komplett in Leinen eingewickelt, eingepuckt mit kleinen Schritten ins Sonnenlicht. Die Leute sind geschockt. Einige schreien vor Schock, andere schreien vor Begeisterung. Es gibt Leute, die müssen sich setzen, andere können nur noch umhergehen oder tanzen. Das hat's noch nie gegeben. Lazarus lebt. Er ist auferstanden. Und seine Schwestern rennen zu ihm hin. Sie umarmen ihn, sie küssen ihn und sie freuen sich. Lazarus ist auferstanden. Die Nachricht von dieser Auferstehung verbreitet sich schnell. Natürlich die 3 Kilometer bis Jerusalem extrem schnell. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten erfahren das und sie beschließen, jetzt muss Jesus weg. Der bekommt zu viel Macht, die Leute glauben an ihn. Er muss weg. Und am besten der Lazarus, der da auferstanden ist, auch gleich. Und so strengen sie sich noch mehr an, Jesus zu bekommen. Und jetzt geht Jesus weg. Er hält sich unter dem Radar. Er geht an eine Stadt Tiberias in der Nähe von der Wüste. Und er versucht, unter dem Radar zu bleiben. Nach einer Zeit kommt das Passafest, das größte Fest in Israel. Eine Woche wurde gefeiert in der Hauptstadt Jerusalem. Keiner wollte das verpassen. Alle sind in die Hauptstadt gepilgert. Und die Leute fragen sich in Jerusalem, als sie durch die Gänge, durch die Straßen gehen, wird er da sein? Wird Jesus kommen? Sie wissen ganz genau, dass die Pharisäer jeden, der weiß, wo Jesus ist, gesagt haben, melde es uns. Sie wissen, dass er gesucht ist. Wird er sich trauen? Und Jesus entscheidet sich, zu diesem Fest zu gehen. Er besucht als erstes auf dem Weg nach Jerusalem in dem Vorort erstmal wieder seine Freunde. Und er ist bei Lazarus, er ist bei Martha, er ist bei Maria und sie feiern ein Riesenfest. Lazarus hat so richtig aufgetischt und Martha gibt sich ganz viel Mühe, dass das Fest genial wird. Und Maria kommt an dem Abend mit einem kleinen Fläschchen Öl zu Jesus. In diesem Öl kostbares Nardenöl. Ein Wert in diesem kleinen Fläschchen von 40.000 Euro. Alle fragen sich, schenkt sie das etwa jetzt Jesus für seine Arbeit und für die Jünger, damit es ihnen im nächsten Jahr gut geht als Versorgung? Und sie öffnet dieses kleine Fläschchen und sie gießt das komplette Fläschchen auf die Füße von Jesus, um ihn damit zu ehren. Und sie trocknet die Füße mit ihrem Haar. Ein Moment, den Jesus nicht mehr vergessen wird. Am nächsten Tag geht Jesus in die Stadt Jerusalem. Die Leute hören davon und er spricht sich rum und sie holen Palmzweige. Sie legen ihn auf den Boden und begrüßen ihn. Und Jesus wird
mit großer Begeisterung empfangen in dieser Hauptstadt. Und dann kommt der Freitag. Freitag. Jesus betet. Petrus schläft. Judas verrät. Ist noch kein Sonntag. Es ist erst Freitag. Pilatus ist verwirrt. Er wägt ab. Die Menge tobt. Die Menge schmäht. Der Rat verurteilt Jesus. Es ist Freitag. Petrus verleugnet. Miriam weint. Die Jünger laufen weg wie eine Herde ohne Schafe. Der Sonntag ist noch nicht da. Es ist Freitag. Die Soldaten schlagen auf Jesus ein. Sie krönen ihn mit einer Dornenkrone. Sie geben ihm ein Königsgewand. Sonntag ist noch nicht da. Es ist immer noch Freitag. Jesus geht den schweren Weg nach Golgatha. Jesus stolpert. Sein Blut tropft. Es ist noch kein Sonntag. Es ist Freitag. Die Soldaten schlagen Nägel durch seine Hände. Sie schlagen Nägel durch seine Füße. Sie stellen sein Kreuz auf zwischen Verbrechern. Es ist immer noch kein Sonntag. Das Böse lacht. Die Welt siegt. Die Jünger haben Angst. Die Hoffnung schwindet. Kein Sonntag. Es ist Freitag. Jesus betet. Jesus schreit. Er befiehlt seinen Geist. Es ist immer noch kein Sonntag. Jesus ringt nach Luft. Jesus stirbt. Die Hoffnung stirbt. Es ist immer noch kein Sonntag. Es ist immer noch Freitag. Jesus wird beerdigt. Soldaten halten Wache. Ein Stein wird vor das Grab gerollt. Es ist Freitag. Und dann kommt der Sonntag. Im Grab wird es hell. Tücher fallen auf den Boden. Füße gehen auf Kieselsteinen. Der Grabstein wird weggerollt. Jesus ist auferstanden. Der Retter lebt. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Das sagt Jesus dir heute. Er hat nicht nur Auferstehung, er ist die Auferstehung. Und wenn du Jesus hast, dann hast du das ewige Leben. Das ist Gottes Geschenk an dich. Und diese Kraft der Auferstehung, die kommt dann in dein Leben. Und diese Kraft der Auferstehung sorgt dafür, dass du dich veränderst. Gott fängt an dir zu arbeiten durch diese Kraft, durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, dass du auf einmal Dinge, die du vorher wolltest, auf einmal nicht mehr willst. Das bewirkt Gott. Oder dass du Dinge, die du nicht wolltest, auf einmal willst. Gott verändert dich und hilft dir, immer mehr so zu leben, wie es ihm gefällt. Die Kraft der Auferstehung kommt in dein Leben und du merkst, dass sich da was bewegt. Und diese Kraft der Auferstehung, die sorgt auch dafür, dass du in deinem Leben Übernatürliches erfährst. Ja, tatsächlich Dinge, die kannst du nicht messen und wiegen und wissenschaftlich analysieren. Einfach Dinge, die kommen direkt von Gott, die sind unerklärbar. Genau das verspricht uns Gott. Das ist das, was die Jünger damals erlebt haben, als der Heilige Geist zu Pfingsten kam. Da kam die Kraft der Auferstehung in ihr Leben und sie haben auf einmal Mut gehabt, wo Hoffnungslosigkeit war.
Sie haben sich auf einmal getraut, von verschüchterten Häschen, die irgendwo im Haus sich versteckt haben, weil sie natürlich Angst hatten. Und dann kam der Heilige Geist, die Kraft kam und sie sind rausgegangen voller Mut und haben von Jesus erzählt und von der Auferstehung erzählt. Diese Kraft der Auferstehung, die beschenkt dich mit Gaben. Vielleicht kannst du für Menschen beten und Gott stellt sich dazu und sie werden gesund. Vielleicht kannst du die Gabe der Prophetie in deinem Leben finden, wo Gott dir Geheimnisse verrät, die du eigentlich nicht wissen kannst. Ich habe es erlebt, dass Christen von Gott diese Gabe geschenkt bekommen haben. Die Übernatürlichkeit, die Kraft der Auferstehung, die hat Gott für dein Leben bereit. Und das andere, was diese Kraft der Auferstehung macht, ist, dass sie dir Liebe gibt. Denn auf die Liebe kommt es an. Liebe für dich, Liebe für deinen Nächsten, Liebe für Gott. Und Liebe für deinen Nächsten und Liebe für Gott ist tatsächlich die Zusammenfassung von allem, was Gott wichtig ist. Die Zusammenfassung von der ganzen Bibel von Buchdeckel zu Buchdeckel. Da steckt alles drin. Es ist die Liebe zum Nächsten und zu Gott. Und diese Liebe, die kommt von Gott. Die gibt er dir. Die Kraft der Auferstehung ist für dein Leben. Vielleicht sagst du auch, Jesus, bei mir bist du zu spät. Ich bin zu alt. Zu alt, um das Leben noch zu verändern. Zu spät, Jesus. Bei mir bist du zu spät oder ich bin zu spät. Du hast mich schon so oft angesprochen in meinem Leben. Ich habe es nicht umgesetzt. Wahrscheinlich ist es zu spät und Jesus hat mich aufgegeben. Bei mir ist die Hoffnung komplett gestorben. Zu spät, Jesus. Bei mir sind die Träume komplett verschüttet. Da ist nichts mehr da. Zu spät. Ich darf dir heute sagen, es ist nicht zu spät. Du fühlst dich, als wäre Freitag. Und Gott macht aus deinem Freitag einen Sonntag. Er ruft in dein Leben hinein, überall in die Bereiche deines Lebens, die sich so dunkel anfühlen. Und er bringt neues Leben hinein. Es ist Sonntag für dich. Heute ist der Tag, um Vergebung zu bekommen. Es ist Sonntag. Heute ist der Tag, neue Erfüllung zu bekommen, neue Leichtigkeit zu bekommen, anderen zu vergeben. Heute ist der Tag, heute ist der Sonntag, an dem Gott in dein Leben kommen will und dein Leben komplett umkrempeln will. Wenn du das möchtest, dann bete zu ihm und sag, Jesus, ich glaube dir. Komm mit deiner Kraft der Auferstehung in mein Leben. Amen.